Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe hier was ganz Tolles und wir gucken uns das Mainboard mal an. Und das ist ein von ASUS, ein B550 e-Gaming. Und das ist für die AMD Ryzen 5000er schon ready und für Windows 11 ready. Also es ist schon sehr gut. Für aktuelle CPUs ist es sehr einwandfrei. Und ich habe vor, dieses Mainboard in mein Hauptsystem einzubauen. Demnächst. Und das werde ich am Samstag machen. Weil da ist mein ausgeruhter und da werde ich das einbauen. Heute mache ich nur ein Unboxing. Wir gucken rein. Wir gucken rein. Wir machen das auf. Hier ist die WLAN-Antenne drin. Die könnte ich vielleicht später nochmal zeigen. Dann haben wir das Mainboard. Kann ich euch auch später nochmal zeigen. Gucken wir mal raus. Zeige ich dann mal später. Vorher habe ich auch schon reingeguckt. Darum geht da auch alles leicht raus. So, dann packe ich das erstmal auch beiseite. So, dann gucken wir. Wir haben ein Handbuch. Wir haben eine CD bei, Treiber-CD. Aber ich empfehle, von der Herstellerseite die Treiber runterzuladen, wenn es nötig ist. Ansonsten braucht man eigentlich bei Windows 11 braucht man eigentlich keine Treiber runterladen. Durch die Updates wird es automatisch mit runtergezogen. Okay, wir haben hier Aufkleber und noch ein paar kleine Anleitungen. Dann haben wir RGB hier Pin RGB 3 Pin. Dann haben wir SATA Kabel. Das sind 1, 2, 3, 4. 4 SATA-Kabel sind dabei. Und dann haben wir hier Kabelbinder. Für die WLAN-Antenne so eine Gummifüße. Kann man nur dran kleben, fertig. Und Schlüsselanhänger. USB-C-Anschluss. Und so ein Anschluss. Komme ich jetzt nicht drauf. Ach, Klinkenanschluss.
Keine Ahnung, was das überhaupt sein könnte. Dann haben wir eine paar Schrauben. Das war's eigentlich. Das war's eigentlich. Genau. Was? Wollen wir hier reinpacken? Andere Seite reinpacken. Dann packen wir das hier mal so rein. Dann gucken wir uns jetzt das Mainboard an. Wurde ein bisschen vorgearbeitet, dass man das schneller rausquetscht. Hier ist das Mainboard. So sieht's aus. Dann geht da die Anschlüsse. Das sind schon viele USB-Anschlüsse. Ich zähle mal nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sind dran. Dann haben wir einen USB-C-Anschluss. Dann haben wir LAN-Anschluss. Dann haben wir für Monitore, aber brauchen wir ja nicht. WLAN der Seite und dann haben wir Audio. Dann haben wir noch mal USB-C Anschluss. Naja. Schon geil. Interessant. Und den besten Soundchip aller Zeiten. Der sich hier befindet. Ja, der bringt Qualität. Das lässt sich auch sehr gut hören. Und dann haben wir eine Fehleranzeige. Da wird vieles angezeigt dann, da wo ich meinen Daumen drauf habe. Schon geil. Ich werde das Mainboard unten in der Videobeschreibung verlinken. Könnt ihr euch genauer noch mal angucken. Und wer Bock hat, kann sich das auch mal zulegen. Wer sich dann sagen tut, ah, schön. Man kann auch dann auch takten, wer sich damit auskennt. Also ich werde nur XMP-Einstellung machen, mehr nicht, weil das reicht dann. Und ja, ich habe ja 32 GB an Arbeitsspeicher. Von daher wird es schon sehr, sehr gut werden. Also lasst gerne einen Daumen da und einen netten Kommentar. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.